Sollte ein Mitspieler den Coronavirus in sich haben, dann werden wir auch krank. Unverantwortlich ist das. Schon haben wir uns angesteckt. Und schon bin ich Corona-Koper. Ich habe gelesen, Papier kann man 7-mal falten. Da sollte man mal drüber nachdenken. Hallöchen, willkommen zu einer neuen Minecraft-Mod. Mit mir, dem Lokopa. Der Coronavirus geht durch Deutschland, durch die Welt. Corona ist derzeit in aller Munde. Obwohl, ich hoffe nicht. Deswegen habe ich das einzigst Richtige getan und Corona mit meinem Kumpel in Minecraft entwickelt, um auf die Gefahren hinzuweisen. Mega abgefahren. Mit dieser Erweiterung müssen wir in Minecraft zu Hause bleiben. Wie wir es im echten Leben tun sollten, müssen uns sogar die Hände waschen, dürfen uns nicht mehr mit anderen treffen. Ansonsten können wir an Corona erkranken und das ist richtig gefährlich, da wir andere Mitspieler schnell anstecken könnten. Dann kann man fast gar nichts mehr machen. Ohne Mist, es geht einem richtig schlecht. Es soll dafür sorgen, dass man im echten Leben zu Hause bleibt, sich die Hände wäscht und sich nicht mit anderen trifft, trotzdem sich gegenseitig hilft. Minecraft-Mods werden auf der ganzen Welt gespielt. Vielleicht können wir hiermit was bewirken. Wir schauen uns das Ganze mal an. Noch sind wir im sicheren Hafen, werden aber nun unser Haus verlassen. Hin und wieder muss man mal rausgehen, wenn man Essen braucht oder Blöcke zum Bauen sammeln möchte, wie im echten Leben auch. Was nicht heißt, dass ich im echten Leben Steine sammle, aber hin und wieder muss man halt einkaufen. Zum Beispiel Klopapier. Toilettenpapier hat im Übrigen 2 Seiten. Glaubt mir, das spart einiges. Jetzt, wo wir draußen sind, steigt langsam die Gefahr, dass wir uns mit dem Coronavirus infizieren. Deswegen haben wir sicherheitshalber immer einen Corona-Test dabei, damit wir unseren Zustand in Minecraft ständig kontrollieren können. Je länger wir draußen bleiben, desto wahrscheinlicher stecken wir uns an. Das heißt, auch in Minecraft sollte man gefälligst zu Hause bleiben und nur im Notfall raus. Hier, das ist ganz schlimm. Dort drüben haben sich viele Mitspieler versammelt. 2. Eine ganz schlechte Idee. Wenn nur einer von denen das Virus hat, dann könnte er die anderen ganz schnell anstecken. Es reicht schon, wenn ein Infizierter neben anderen steht. Zumindest mit dieser Minecraft-Mod. Deswegen mindestens 3 Blöcke Abstand halten. Wie im echten Leben sollten wir soziale Kontakte meiden. Sonst könnte man krank werden oder schlimmer, wir könnten andere anstecken. Ich mag die eh nicht, aber wir werden es natürlich gleich trotzdem tun. Einfach ein wenig herumgelaufen. Wir bauen ein wenig Holz ab. Notwendig, damit man weiterkommt. Wir müssen echt aufpassen, denn hier mit dem Test sieht man es. So langsam steigt der Wert. Je höher dieser Wert, desto gefährlicher. In unserem Minecraft-Haus sind wir soweit sicher. Vor allem, wenn wir alleine sind. Mit dieser Mod sollten wir die meiste Zeit in unserem Haus bleiben. Das ist wie im echten Leben eine neue Herausforderung. Zumindest für die meisten. 81, das ist gar nicht gut. Ganz, ganz wichtig. Da wir draußen waren, muss man sich für viele Sekunden die Hände waschen. Hierzu haben wir einen Kessel. Wir haben hier eine kleine Anzeige. Ich meine, wer weiß, was wir alles an unseren Händen haben. Nicht, dass wir irgendwie den Coronavirus in Minecraft einfangen. Durchs Händewaschen setzen wir die Gefahr auf 0%. Wir waren draußen, keine Mitspieler zu nahe gekommen, Hände gewaschen, sind nun im Haus. Hier sind wir zumindest mit der Mod sicher. Guck mal, wir haben sogar Desinfektionsmittel einprogrammiert. Kleiner Scherz, das gibt es nirgendwo. Nicht mal in Minecraft. Das ist überall ausverkauft. Okay, was passiert, wenn wir Corona in Minecraft bekommen? Wir testen das einfach mal. Demnach würde ich sagen, wir werden uns zu den Mitspielern gesellen. Die machen es eigentlich falsch. Man soll sich ja nicht in Gruppen treffen. Aber trotzdem, hier ist es immer noch ein Spiel. Jetzt kommt's. Sollte ein Mitspieler den Coronavirus in sich haben und wir nähern uns 2 bis 3 Blöcke, halten keinen Abstand, dann werden wir auch krank. Unverantwortlich ist das. Schon haben wir uns angesteckt. Jetzt bin ich nicht mehr Lokopa und schon bin ich Corona-Kopa. Diese Gruppe ist unverantwortlich. Am besten solche Leute direkt vom Server schmeißen. Guck mal, wir haben für 20 Minecraft-Tage nur noch 2 Herzen. Wir sind infiziert. Das ist richtig gefährlich. Damit können wir nichts mehr machen. Fallen wir von einem kleinen Block, gehen wir drauf. Wir haben keine Chance mehr, wenn wir gegen Monster kämpfen. 2 Herzen sind nichts. Wir haben keine Energie mehr. Außerdem wird uns regelmäßig schlecht. Der Bildschirm verformt sich förmlich. Damit geht's einem richtig, richtig mies. Hin und wieder bekommen wir sogar Sehschwächen. Damit sind wir komplett hinüber. Theoretisch können wir auch Atemprobleme in Minecraft hinzufügen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, immer her damit. Wir lesen die Kommentare. Wir können das noch einbauen. Hätten wir uns bloß nicht mit den Leuten getroffen.
Aber da bin ich selbst dran schuld. Ich hab's drauf ankommen lassen. Mit dieser Mod müssen wir zwar zu Hause bleiben, aber sich auch gegenseitig helfen. Man muss richtig kreativ werden. Kleines Beispiel. Da drüben wohnt unser Nachbar, der unsere Hilfe benötigt. Er hat sogar Schilder aufgebaut. Er hat Hunger und braucht dringend Klopapier. Okay. Im schlimmsten Fall müssen wir unser Essen teilen, dürfen ihm aber nicht zu nahe kommen. So genial. Eine neue Herausforderung. Hier haben wir noch was zu essen. Direkt ein wenig Steak mitgenommen. Selbstverständlich können wir ihm auch Toilettenpapier geben. Ist ja überall ausverkauft. Ich habe gehört, dass das viele hamstern. Viele haben sich damit komplett eingedeckt. Ich kaufe nur so viel, wie ich brauche. Toilettenpapier hamstern. Ich weiß nicht, was die damit meinen. Das ist meine Tagesration. Aber hey, wir wollen großzügig sein. Natürlich kann er was von uns haben. Ein Papier müsste reichen, oder? Klopapier hat zwei Seiten. Ich habe gelesen, Papier kann man 7-mal falten. Da sollte man mal drüber nachdenken. So, direkt zum Nachbarn gehen. Wir verstehen uns ganz gut. Sollten trotzdem nicht zu lang draußen rumlaufen. Den Türgriff würde ich nicht anfassen. Werfen das Zeug vor seine Tür. Wir wollen uns nicht anstecken. Wer weiß, vielleicht ist er schon infiziert. Was nicht heißt, dass man im echten Leben ein Steak vor die Tür seines Nachbarns feuern sollte. Ach so, ganz wichtig, wenn ihr mit der Mod spielt, in einem Bereich von 20 Blöcken um euer Bett ist euer Haus. Dort steigt nicht die Wahrscheinlichkeit. Bei größeren Häusern braucht man natürlich mehr Betten. Wehe, ich sehe einen von euch, der im echten Leben draußen ein Bett hinter sich herzieht und behauptet, er sei von Corona geschützt. Meistens frage ich nicht danach. Mir wäre es echt wichtig, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gibt. Vielleicht wird die Mod dann noch besser empfohlen. Wenn ihr weitere Ideen habt, wie wir diese Mod erweitern können, Schutzanzüge, Seife, Corona-Monster oder irgendwas, schreibt es in die Kommentare. Seid vorsichtig, wascht euch lange mit Seife die Hände, bleibt möglichst zu Hause und abonniert meinen Kanal. Eine andere Mod, mit der man pupsende Kühe als Energie nutzen kann, fürs Klima, findet ihr auf dem Bildschirm. Bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Das war der Lokopa, bis zum nächsten Mal, bis dahin und tschüss.